Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier, beziehungsweise dem ersten richtigen Format auf meinem Kanal. Und ich glaube, die wenigsten werden es noch kennen. Wir spielen heute Harry Potter und der Stein der Weisen. Das offizielle Videospiel, wie ihr hier seht, das könnte von 2001 oder vielleicht ein bisschen neuer noch sein. Aber es ist zumindest noch nicht das neueste Spiel, beziehungsweise es ist nicht das neueste Spiel. Selbst die letzten Spiele zum siebten Teil sind ja inzwischen knapp 10 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal mit dem ersten Teil an, spielen den über die nächsten Wochen durch. Und dann spielen wir bis zum siebten Teil alle Spiele nacheinander durch. Ich habe mir mal alle geholt und ja, until the very end können wir jetzt alles hier mal zusammen anschauen. Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel selbst noch nie gespielt. Ich habe schon Let's Plays gesehen, aber auch nicht von der PC-Version, sondern von der auf der PlayStation. Und ich glaube, auch die unterscheidet sich nochmal. Und hier wollte ich euch auch einmal zeigen in den Videoeinstellungen. Ich habe... Oh, wo ist denn jetzt das andere Zeug hin? Zumindest hier die Auflösung ist das höchste, was möglich ist. Farbtiefe 32-Bit. Hier habe ich schon alles, ja, eben so hoch wie möglich gestellt. So, ich glaube, das Zeug hier sollte passen. Musik habe ich jetzt mal schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Sollte, glaube ich, auch passen. Das ist natürlich immer das Ding mit Soundtracks. Mal sind sie lauter, mal leiser. Ich werde es mir im Nachhinein natürlich auch kurz nochmal anschauen. Und ja, ansonsten sagt ihr mir einfach in den Kommentaren, wie es euch passt. Ob die Musik lauter sein soll, leiser sein soll. Ob die Sounds lauter oder leiser sein sollen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Jetzt ist nur das einzige, nun ja, Problem... Nicht jeder wird allzu gut in Englisch sein, dass das Spiel eben nur auf Englisch hier verfügbar ist. Aber schauen wir uns einfach mal an. Im Notfall kann ich ja auch was dazu sagen, aber ich denke, die meisten Leute, die dieses Let's Play hier schauen, kennen Harry Potter auch gut genug, um die Geschichte auch ungefähr verstehen zu können. Also auch wenn das Ganze auf Englisch ist. Jetzt seht ihr hier, ich habe ins erste Spiel oder ja in den ersten Spielstand schon mal was reingespeichert, aber das überspielen wir jetzt. Ja, genau. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713, mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform 9¾ and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath a sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? Said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be... Gryffindor! Wow.
Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning, I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they'd been replaced by a nasty horde of fire crabs. Now, up the stairs and off to your lessons. Don't be late. So, und wie es scheint, können wir uns hier jetzt selbst schon rumbewegen, ganz genau. Und ich muss sagen, also genau bis zu dieser Stelle hatte ich mir das Spiel auch schon angeschaut und alles, was wirklich ans Spielen ging, habe ich mir auch nicht weiter angeschaut, sondern nur wirklich läuft das Spiel, weil, und ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich dem ganz vertrauen kann, wo ich mir die Spiele geholt habe. Ja, und zumindest, ich muss sagen, ich finde es irgendwie total schön, diesen Stil, wie einfach das Intro nicht aus Animationen und sonst was war, wie es heute eben ist, so einfach nur so auf Pergament abgebildete Bilder, dazu vertont und mit Untertitel. Hey Harry, remember me? Ron Weasley? My brothers, Fred and George, have something to show you. Follow me! Und auch hier, es ist alles, also hier diese Kanten und so, es ist eben noch nichts rund, sondern auch hier so in Harrys Haaren oder Umhang, es ist alles so in, ja, mehr oder weniger kantigen Formen geschnitten. Hier die Eingangshalle von Hogwarts noch total schlicht gemacht, eine große Treppe, kein sich bewegendes animiertes Treppenhaus. Und dann hier die Gemeinschaftsräume gleich in der Eingangshalle, aber irgendwie total schön gemacht. Follow me, Harry. Hello, Harry. We can show you how to get around Hogwarts. As a first year, you have a lot to learn. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in Defense Against the Dark Arts class. Good luck, Harry. Habt ihr eben gesehen, Fred und George müssen nicht mal ihren Mund bewegen, um zu reden. Das ist halt echt so ein 20 Jahre altes Spiel, dementsprechend gemacht. We're going to teach you how to climb. Run to the bookcase and don't stop. You'll climb up. Above the bookcase is a Bertie Bott's Every Flavor Bean. Collect all the beans you can find and meet us in the next room. Okay, hier werde ich dann immer wieder was dazu sagen. Nachdem das eben nicht zur Kanon-Story gehört, was dann ja klar ist, wo was passiert. Also hier haben wir einmal ein Bild von Hogwarts, wie es scheint. Ich schaue mich auch immer wieder mal um, weil ich finde das total interessant, wie das hier gemacht ist, auch wenn es nicht wirklich das Hogwarts ist, wie es eben aussieht. Und hier müssen wir jetzt einen auf Plattform 9¾ machen und gegen das Bücherregal rennen, um hochklettern zu können. Also probieren wir das Ganze mal aus. Ha. So, und das hier war jetzt eine Bertie Bott's Bohne, wie man rechts oben im Bild sieht. Ich sehe es leider nicht genau, weil da mein Mikro davor hängt. Aber, ja, passt schon. Hauptsache im Video ist ja alles gut zu sehen. Well done. Now, let's try jumping. Run to the ledge, then press the jump button to jump across. If you fall down, you can climb back up and start over. Meet us in the next room. We'll take the shortcut and meet you there. Wow, das ist ja auch mies. Die nutzen die Abkürzung, während ich hier blöd über fette Bücherregale hüpfen darf. Oh. Peeves. That's Peeves, the poltergeist. He's always causing trouble. Peeves doesn't like first years, so watch your step. Also ihr ganzen Filmzuschauer, die die Bücher nicht gelesen haben. Wer hier zu hören und eben auch zu sehen war, das ist Peeves, der Poltergeist. Und wie soll ich denn eigentlich hier rüberkommen? Das war jetzt irgendwie nicht so schlau. Kann ich auch rennen? Young Potter, you're ugly, but what can we do? Aber wie komme ich denn da hinten? Oh, I'm Peeves, ah, vielleicht. Potter, and you better watch out for me. Ich hab's.
So. Everyone says you belong in a zoo. If you look at... Ja, genau, jetzt habe ich's. Oh. Das ist ja echt gemein von dem. So. Geschafft. You're getting the hang of this. In Hogwarts, you find all sorts of wicked treats. To pick up a treat, just run over to it. Chocolate frogs boost your energy. 30 bots every flavor beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us and we'll show you the way to class. Hey, ich muss echt sagen, ich finde das so geil, wie hier diese ganzen Gesichter und so gemacht sind. Also hier hieß es jetzt gerade irgendwie, Schokofrösche geben Energie. Also links oben sieht man ja diese Energieanzeige in diesem Blitz. Und ja, anscheinend sammelt man hier keine Schokofroschkarten, sondern ja eben diese Bertie Bots Bohnen. Und Fred und George haben mich jetzt gerade mal damit beauftragt, für sie Bohnen zu sammeln. Anstatt dass sie zu zweit hier rumlaufen und die sammeln, lassen sie mich das alleine machen und stehen einfach nur daneben. Ah ja, hier oben haben wir unseren Energy Boost. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob sich meine Energie gefüllt hat. Aber wird schon passen. So. Ich muss sagen, die Steuerung ist aber aufgrund der Machart echt teilweise noch ein bisschen schwierig. Also, ich habe die Tasten mal so auf die Standard-Steuerungstasten, sage ich mal, gelegt. Aber trotzdem ist es gar nicht mal so leicht. He's the one with the wizard card. Thanks, Harry. We couldn't have done it without you. We need the beans for some experiments. Ah ja. Here's a wizard card for you. You've earned it. Wir haben Dumbledore. Climb through the secret exit above the bookcases to get to your first spell lesson. Good luck. Naja. Ponio Magi, da fehlt wahrscheinlich das C. Ah ne, das heißt tatsächlich nur Folio Magie, wie auch immer. Also ich finde das Spiel vom Stil und so echt schön. Also für die Verhältnisse damals vor allem. If it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy and you do well to show me respect. Sein Gesicht. These are my fellow Slytherins, Crab and Goyle. Naturally, we Slytherins are going to win the House Cup and the Quidditch Cup. You better stay out of our way, Potter. Let's go, boys. Ja genau, Hauptsache die mucken sich gegen Harry auf und sagen ihm, er soll sich von ihnen fernhalten. Irgendwie läuft da was dezent schief. Move along, Potter. Keep away from this corridor if you know what's good for you. Ja, lecker. Also das ist dann offensichtlich Filch, daran zu erkennen, dass er jetzt schon den Boden kehrt wie im siebten Teil nach der Schlacht von Hogwarts. Hello Harry, it's me, Hermione Granger. Nein, was haben die denn mit der gemacht? Defense against the dark arts is through this door. Follow me. Also mit viel Fantasie erkenne ich sie als Hermine. I am Professor Quirrell. Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the Flipendo spell. This is the symbol for the Flipendo spell. Now hold down the mouse button, make the same pattern and then let go of the button. Okay, ich werde es versuchen. Hier sieht man auch so, wie so aus einzelnen Punkten das Ganze zusammengefügt. Oh, das ist schwerer als gedacht gefügt wurde. Oh, als ob ich so schlecht war. What shape was that, Mr. P- P-
Potter. Ja, das wüsste ich auch gern. You can do this, Mr. Potter. Keep trying. Hallo? Ich kann meine Maus nicht bewegen. That's not it, Mr. Potter. You can do this, Mr. Potter. Ja, ja, can do this. Genau. Jetzt, ja. Oh, so, gerade so geschafft. Ja, 66. That was a shaky effort, Mr. Potter. Ja, ja. Do practice. 5 points for Gryffindor. Go on, Mr. Potter. Try again. Also war es anscheinend doch nicht so gut, oder? Oh, also hier muss man echt sehr genau sein, dass man wirklich nicht drüber rausmalt. That's not the shape I expected, Mr. Potter. Wie kennt ihr diese... Was denn jetzt? Was ist ein Score? Oh. Splendid! You may now enter the Flipendo Challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Also ich habe gerade echt nur 1 von 4 bestanden. Traurig. Hold down the mouse button to aim the Flipendo spell. Release the button to cast the spell. Try it on that barrel. Oh, er könnte mich gerade einfach töten, wie er hier allein mit mir im Raum steht. Dann versuche ich ihn mal zu töten. Ah, stirb! Stirb! Geht nicht. Hallo? Ach, ich muss die Form gar nicht zeichnen, oder wie? Das ist ja auch angenehm. Wozu dann vorhin der ganze Stress? Ohoho, wo geht's denn hier lang? Interessante Sachen. Oh, ich will einen Stern da drin haben. Was haben wir hier? Schaut echt mystisch aus. Aber ich glaube, hier soll ich gar nicht lang gehen und hier werde ich auch jetzt nicht weitergehen. Ach so, hier soll ich anscheinend doch lang gehen. Wie sprinte ich hier eigentlich? Das wäre jetzt auch noch eine gute Frage. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Sehe ich das hier irgendwo? Options? Gibt es das hier überhaupt? Speed up Shift. Habe ich schon gedrückt. Versuche ich es nochmal. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. Ich sprinte eh schon die ganze Zeit. Cast your spell at the switch on the wall to open the door. Genau. Flipendo affects all sorts of things, such as this cauldron. Knock it over, Mr. Potter. Flipendo! Flipendo! Kann ich da hoch? Anscheinend nicht. Hallo? Flipendo! Ah, werde ich auch mal wieder rausgelassen. Das ist ja lieb. Ach nee, das ist zu diesem Stern der Raum, okay. Aber hier, die Tür ist echt zu. Ich glaube, der möchte mich echt töten. Jetzt hoffe ich mal, habe ich niemand gespoilert, wie der erste Teil ausgeht oder was der Plot ist oder wie auch immer von dem ganzen, der ganzen Geschichte hier ist. So, und jetzt? Hallo? Flipendo affects the switch and the cauldron. Ah, okay. Und jetzt? I suggest you figure out how to cross that bridge next. Warte, meint er diese Brücke da hinten? Ich verstehe nicht ganz, was der von mir will. Ah nein.
Ja, ich habe jetzt diese Brücke überquert. Oder? Kann man diese Brücke hier umdrehen? Das wäre übelst das kranke Ding. Kann ich hier irgendwo für die Pendel drauf rechnen? Hallo? So schon mal nicht. Ja, eigentlich müsste die Brücke ja genau sich hier einmal drehen. Genau wie bei den Hogwarts-Treppen. Jetzt suche ich hier mal den Raum ab, ob ich irgendwas finde. Schaut nicht so aus. Kann ich von hier aus was anrichten? Oh, es tut mir echt leid, dass ich mich so dumm anstelle. Aber ich muss an dieser Stelle nochmal anmerken, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Und weiß auch gerade nicht ganz genau, was der von mir will. Kann der mir das nochmal sagen? Effect. The Switch und der Kessel, ja. I suggest you figure out how to cross that bridge next. Ja, das würde ich auch gerne rausfinden. Und wie soll ich das denn rausfinden? Mir fehlt irgendwie gerade so ein bisschen so ein Anhaltspunkt. Also meine Theorie ist natürlich ganz falsch, das kann natürlich auch sein, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat. Oh, jetzt sehe ich erst, da ist ja was. Ich blöd. I'll meet you further on. Das hätte ich echt früher merken müssen. Nun ja. Hier komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr durch, oder? Nein. Hello, Harry Potter. I am nearly Headless Nick, the Gryffindor House Ghost. Oh, böser Fehler erstellt. Now, this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. Ja, okay, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Das the game will restart from this point, if you faint. Ja, ja. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. Okay. Aber dann sind diese Punkte zumindest praktisch, um Folgen zu beenden oder beginnen. Soll ich jetzt hier die Folge beenden? Irgendwie von der Zeit her wäre es, glaube ich, schon ganz angebracht. So, jetzt habe ich einen kurzen Cut mal gemacht. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge dann sogar, weil mit diesem Buch, das bietet sich eben ganz gut an. Und ich weiß eben, nachdem ich das Spiel jetzt nicht genauer kenne, nicht, wie es hier weitergeht. Also wie lange die Aufgabe hier noch braucht. Und ich möchte jetzt vor allem hier die erste Folge nicht unnötig langziehen, weil, ja, ich weiß eben nicht, ob jetzt technisch alles geklappt hat. Ich muss mir das Ganze selbst jetzt gleich nochmal anschauen, anhören. Werde dann euer Feedback einfach abwarten. Also ich produziere jetzt auch nicht vor oder so, sondern jetzt kommt einfach mal die Woche, diesen Sonntag, diese Folge. Also wenn alles geklappt hat zeitlich und so. Und dann warte ich euer Feedback ab und dann... Ups, das wollte ich jetzt noch nicht machen. Nein, 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 nein. Und dann erwartet euch am Donnerstag ein weiteres Video, so viel sage ich mal. Aber von diesem Let's Play kommt eben erst dann nächste Woche Sonntag wieder ein neues Video. Und ich glaube, sonst habe ich schon alles doppelt und dreifach gesagt, was zu sagen ist. Und damit verabschiede ich mich von euch für heute. Ja, haut rein, macht es gut und habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video anseht.